Hat jemand eine geile, wo man Bingo machen kann? Hier. Na, also na klar, machen wir erstmal Subgift, 10 Gifts, Prime, 4-1. 4-1, so. Jetzt können wir anfangen. Seven is White. Das wird easy, glaube ich. Motivation TikTok. Kevin X Basti GRG. KSI Song Meme. Frank Bros Edits. Typ, der versucht, mit TikTok Geld zu verdienen und ein AI-TikTok macht mit diesen scheiß Stimmen. Zabex labert wieder Scheiße. Digga, ich Retalk, Bingo und TikTok ist krasser Content, sag ich. Ich hab ne Lücke entdeckt. Was ist ne Lücke, Jungs? Racist TikTok, Digga, das ist krass. War ein Livestream. Guck mal, wie auf einmal jeder mitreden kann auch, ne? Filmausschnitt und nebendran ADHS-Clip Satisfier oder wie auch immer das heißt. Checkt ihr, was ich meine? Noch zwei. Cringe und heiße Netclip, das wird easy. Ich will noch eine Sache, die nicht so easy ist. Ronaldo-Edit. Okay, das passt. Passt so. Wir haben gekocht. Alright, dann geht's los. Lasset das Bingo beginnen. Ja! Digga, was ist denn, ey? Ja, gut. Gut, dann haben wir Anime schon mal abgehakt. Wo ist Anime? Hier, abgehakt, so, perfekt. Haben wir schon abgehakt. Alright, weiter. Alter, Retalk, ich! Digga, jedes Mal, wenn es regnet, ich renn gar nicht mehr. Ich renn nicht mehr, ich gehe. Weil dann wird man weniger nass. Ich hab schon bis heute nicht verstanden, wann man geht und wann man rennen soll. Aber ich check, was er meint. So teuer sind 3 Wochen Japan. Schauen wir mal, wie viel ich wofür ausgegeben habe und wo ihr vielleicht ein bisschen sparen könnt. Ja. Für die Flüge habe ich 10.000 Euro ausgegeben. 1.150 Euro ausgegeben und ich weiß, dass ich da ein bisschen hätte sparen können, wenn ich nicht so kurzfristig gebucht hätte. Ja, Digga. Ja, okay. Es ist wirklich meine private For You-Page, Jungs. Und das ist das Problem. Ich habe keine For You-Page, die für den Stream gemacht ist, glaube ich. Also es sind ab und zu wie das jetzt zum Beispiel, aber... Mann, was für ein Opfer. Hölle, nein, Digga, was ist das für ein Hurensohn? Ich like das nur, damit ich mehr Sachen von mir bekomme. Checkt ihr? Cringe. Ja gut, wir haben direkt 2 Sachen abgehakt. Und zwar einmal... Mario Kart Wii! Yo! Tristan mit 10 Gifted Subs. Ding Dong! Bing Bong! 10 Gifted Subs abgehakt, okay? Dann haben wir Hugo TikTok. Boom! Abgehakt! Und dann haben wir auch noch Cringe. Okay, wisst ihr was? Ein TikTok darf nur... Ein TikTok darf nicht mehrere machen. Also deswegen mache ich nur Hugo TikTok. Und es ist nicht so cringe, ja. Was sagen die Kommentare? Der war stark. Hugo Stanley von Joe und Stefan vertragen sich wieder. Oh, Don Man, danke für den Twitch Prime Sub. Bing Bong. Dankeschön. Nein. Junge, unser Kaffee sieht einfach aus wie Bastis Minecraft Skin. Oh mein, ja, Gott, das ist ja herrlich. Und haben wir Streamer-TikTok oder sowas? Nee. Oh, aber ist das zählt das Kevin X Basti? Ich glaube nicht. Nee, lassen wir nicht zählen. Das muss schon ein Duo-TikTok sein. Sehr herrlich, guck dir das an, Basti. Ich hab's über Discord geschickt. Jemand meinte, dein Kaffee ist aus. Oh, Basti ist dabei. Ich hatte letztes Mal einen Kaffee auch Menschen. Oh, hello. Okay, ja. Nevermind. Kevin X Basti hier, geh abgehakt. Perfekt. Bruder, was ist das? Was ist das? Cringe? Nee, Digga, also sorry, aber also da muss ich jetzt wirklich kurz was sagen. Bro, wenn ihr das cringe findet, Digga, dann habt ihr wirklich Probleme, Bruder. Was labert ihr cringe? Der beste Ort, den du in der EU besuchen kannst, ist Madeira. Diese kleine portugiesische Vulkaninsel im Atlantik. Beeindruckende Klippen, überall sattes Grün, tropische Früchte, Wasserfälle. Madeira ist wirklich ein Ort, wie es wenige in der EU gibt und ist vor allem für alle Naturliebhaber ein absolutes Traumziel. Dabei ist Und genau deswegen wohne ich hier. Du die Insel...
Oh. Digga. Totes ist Timing, Bro. Ach du Scheiße. Alter, aber ich sehe das auch gerade zum ersten Mal. Ach du Scheiße. Digga. Und genau deswegen gibt's den Waldstream nicht, weil die ganzen Wälder halt nicht abgebrannt sind, ne? Warum lachst du? Oh mein Gott, Digga, weil alle, Digga, warum fragst du? Weil du kein Gehirn hast, natürlich. Mann, Bruder, weil wir gerade das gesehen haben. Und das Timing war halt krass. Mann, als ob ich lache. Madeira brennt, hihihi, voll lustig. Aber warum kann er tanzen? Ich check's nicht. Beatclip, Ding Dong. Und da haben wir's. Weiter geht's. Ich bin Leiter. Alle, die meine letzten Road to Millions Videos gesehen haben, wissen, dass ich fast nichts mehr verdiene. Das liegt vor allem daran, dass kaum jemand mehr meine Videos... Oh mein Gott, den kenne ich! Den kenne ich! Der hat so Spiele rausgebracht, der hat immer so Updates... Guck mal, das hier! Ich hab das gesehen! Warte... Hier, der hat immer so... Der hat so ein Spiel... Bei EM brauchen wir unbedingt einen vernünftigen Fußballmodus im Herr-Anwalt-Spiel. Darum habe ich erstmal... Ja, erst der hat dieses Herr-Anwalt-Spiel da gemacht, ja. John Cena! Bingo, Livestream? Nee, Mann, was labert ihr? Hä? Ein Livestream muss live sein, das muss ein Live-TikTok sein. Digga, also, hä? Was ist denn gerade mit dem Chat los? Warum fragt ihr solche... So, hä? WWE John Cena! Ich sage dir jetzt, versammelt nochmal. Biggie Edit. Ja, du bist eine sehr besondere Person. Was? Die solltest du wohl besser nicht mehr kaufen. Wenn du jemanden kennst, der gerade ein Fischstäbchen isst, schick das Video auf jeden Fall weiter. Stiftung Warentest hat ganz aktuell Fischstäbchen getestet und einige solltest du besser nicht mehr kaufen. Die sind im Test komplett durchgefallen. Ich sag dir gleich, welche Fischstäbchen du bedenkenlos kaufst. Ich schau gerade nur auf das Rechte, ne? Und vor allen Dingen essen kannst, aber schauen wir uns erstmal den Test genauer an. 19 verschiedene Produkte waren im Test, 11 mal Fischstäbchen, 4 mal Backfischstäbchen und 4 vegane Fischstäbchen. Bro, Fischstäbchen, ich habe einmal Fischstäbchen gegessen, war übergeil. Da dachte ich mir privat mal, tamam, ich hole jetzt Fischstäbchen und mach mir die, weil die letztes Mal so geil waren. Dann esse ich die, Alter, mir ging es so scheiße, holy fuck. Und seitdem habe ich die nie wieder, mir ging es so schlecht. Ich weiß nicht warum. Stäbchen. Den Marktführer kennst du ja, der kommt von Iglo und ich sag's dir gleich, dieses Produkt ist im Test komplett durchgefallen. Letzter Platz, den teilt sich Iglo übrigens mit den Fischstäbchen von Rewe. Warum sind die durchgefallenen Tests? Ja, es fand sich in der Panade ein Fettschadstoff, der im Körper durch die Verdauung zu einem Stoff umgewandelt werden kann, der krebserregend sein soll. Die Panade ganz einfach, die Fischstäbchen werden ja schon in der Fabrik vorfrittiert und bei diesem Vorgang können diese Schadstoffe entstehen. Deshalb sind Iglo und Rewe Fischstäbchen durchgefallen mit hohen Werten, die teilweise deutlich über den Grenzwerten der EU lagen. Die besten Fischstäbchen kommen übrigens von Forster und von Alnatura, beide bekamen jeweils das Gesamturteil gut. Bei den Filmausschnitt und nebendran Seife oder Subway Surfer Bingo. Na, ist ja kein Filmausschnitt. Kein Filmausschnitt. Also, ich spoiler nicht, aber ich rede jetzt über Sam Oswald, also alle Leute, die das, nicht gesehen. Das auf YouTube gucken wollen, schaltet jetzt am besten. Ey, Sam Oswald, Sam Oswald! Bingo! Let go! Ich werde nächste Woche Mittwoch auf, glaube ich, fast alle Folgen, die bis dato online sind, reagieren. Und ich freue mich so heftig. Ich sag euch, ich bin so froh, euch dann mal meine Sicht zu zeigen, wie das für mich war, weil ich natürlich jetzt ihr bekommt ja so ein bisschen den Streit von Joe und Stefan mit. Und ich bin einfach so froh, als außenstehende Person euch mal meine Perspektive zu nennen. Und dass so viele sagen, yo, dass Joe uns manipuliert hat. Das stimmt absolut nicht. Das Einzige, was ich sagen kann, ist einfach, dass Stefan die ganze Zeit weg war. Er nie wirklich proaktiv mit uns geredet hat, ja, was er macht, wie er macht, sondern oh, er ist... Oh, Paco Honda, Style of the Tribes, Bing Bong. ...ist morgens los und einfach verschwunden. Und wisst ihr was? Also, ich wusste nie, was er macht. Das Digga, ganz kurz. Hört ihr das im Hintergrund, Digga? Raucht da gerade jemand irgendwie eine Shisha? Ich gerade auch das erste Mal. Oder eine Bonk? Deswegen, ich brauche eine neue Sequenz. Und ich will neue gar, Sequenz? Ich hab gar keine Seite zuschlagen. Hat die das? Und dieses, dass Julia und ich uns manipuliert, dass Jones manipuliert hat, das fuckt mich so unendlich ab. Weil, und ich finde ganz ehrlich, das haben Julia und ich richtig gut gemacht. Oh. Wir sind morgens aufgestanden, wir haben uns auf das Wichtigste konzentriert. Und das war in unseren Augen das Feuerholz. So. Feuerholz. Und wir sind wirklich morgens aufgestanden und haben bis abends uns die ganze Zeit um Feuerholz gekümmert, weil ihr seht, also das Feuer, also diese Äste, die wir da hatten, die wir zur Verfügung hatten, die sind so schnell durchgebrannt. Das heißt, es musste die ganze Zeit auf Pump nachgelegt werden. Und das sieht man natürlich nicht in allen Sequenzen.
Aber das wollte ich jetzt einfach mal sagen. Oh mein Gott, mich ist so abgefuckt gerade. Boah, ich muss aber auch dazu sagen, ich glaube, jeder Teilnehmer hat das. Es triggert einen schon sehr krass zu sehen, was manche schreiben. Das triggert schon sehr krass und man kann nichts sagen. Aber also man kann was sagen, aber dann, also, ne, das, was man sagen kann, kann man sagen. Aber das juckt die ganzen Leute, die das dann, das juckt die nicht. Also du redest legit gegen eine Wand einfach dann. Das juckt nicht. Mann, Bruder, er schon wieder. Bitte, Bro. Mann. Digga, hä? 1985 geht eine heftige Schlagzeile um die Welt, denn ein Flugzeug landet in Venezuela. Und ich weiß, das ist jetzt erstmal nichts Besonderes. Doch ein Detail schockt alle. Die Maschine galt für 30 Jahre als vermisst. Wissen mit Johnny. Es ist der Pan Am Flug 914. Er startet in den 50er Jahren vollbesetzt von New York nach Miami. Eigentlich ein... Das ist so komisch, ich guck den immer. Jedes Mal, wenn er auf TikTok ist, ich guck das immer. Das ist wie so ein kleiner Film. Der redet immer so... Mysteriös. 5 Stunden, dann ist man da. Doch der Flieger kommt nie in Florida. Ist fake? Wie ist fake? Macht er Fake-Sache? Nein, bitte. Nach ihm gesucht, doch keine Spur. Er verschwindet einfach so von allen Systemen. Dann der 9. März 1985. 29 Jahre später. Am Flughafen in Caracas, Venezuela herrscht Hektik. Denn im Tower taucht auf dem Radar plötzlich ein Flugzeug auf. Es ist Flug 914. Das Bodenpersonal schaut mit offenem Mund, als der Flieger landet. Sofort wird er von der Polizei eingekreist. Unzählige Zeitungen berichten. Wie konnte das möglich sein? Wo kommt das Flugzeug her? Wo war es? Eine Zeitreise? Ein Wurmloch? Eine Verschwörung? Doch die Antwort ist viel simpler. Die ganze Geschichte ist ein riesiger Fake. Frei erfunden. Oh. Es ist nie passiert. Das Ganze kommt aus einer sehr bekannten Satirezeitung. Sie heißt Weekly World News. Nein. Und der Name ist das Problem. Nein! To the ring, to the pen, to the king! A fan threw what appeared to be a rubber bat onto the stage at the concert. And without hesitation, Ozzy Osbourne picked it up and bit into it, thinking it was a toy. But to his shock, the bat was real. The moment he bit down, he realized the mistake as the bat's blood filled his mouth. He was rushed to the hospital immediately after the show to receive... Und so ist Corona entstanden. Rabies shots. A fan threw what a... Hey, bist du gestorben? Why does someone have a real bat at a concert? Real talk! Was macht er? Brainrot? Nee, ich hab ja was gelernt jetzt. Ich würde wirklich vorschlagen, dass wir den Feuerstahl an einer sicheren Stelle deponieren, wo er nicht irgendwie versehentlich verloren gehen kann, wie irgendein Messer, das dann plötzlich aus dem Koffer verschwindet. Diese Aussage, die merkt ihr euch bitte. Das wird noch eine tragende Rolle spielen, sag ich mal. Die merkt ihr euch. Das wird noch eine ganz tragende Rolle wird das spielen. Ich wusste von dem Koffer bis jetzt noch nichts. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob ich Uwe... Hey, was ist dann noch passiert? Ich check's grad nicht. Hey, also, oh Gott, ich check nicht, was er meint. Stefan Westermann, fast alle anderen voreingenommen und beeinflusst worden von Vogel. Guck mal, ich werde gar nicht anfangen, jetzt nochmal darüber zu reden. Meine Meinung habe ich gesagt, wie gesagt, an die ganzen... Ne, ich hab nichts gegen Stefan, hab letztens noch mit ihm geschrieben, aber in Service White selber hat er halt... Bitte nie wieder aufgehen. Hat er halt nicht mitgeholfen. Das ist Fakt. Und okay, Tag 1, vielleicht hat er einen besseren Spot gefunden. Vielleicht hätten wir da hingehen müssen. Aber ist scheißegal, nach Tag 3 braucht er nicht die ganze Zeit Feuer bohren und halt einfach weggehen mit den Sachen, ohne was zu sagen. Und die ganze Zeit noch andere Spots finden, die besser sein könnten. Weil wir schon da waren und wir werden jetzt nicht noch wegmoven davon. Ganz einfach. Da muss man aber nicht aktiv gegen Stefan sein. Natürlich. Ab Tag 3 war ich auch, Digga. Also Tag 1 war ich ja auch noch so, ja okay, ne, Stefan, tamam, ich finde auch, weil wärmer dies, das, anders. Aber an Tag 3 war ich auch schon so, yo, Bro, der hilft halt nicht mit. Wir gucken weiter. Wir haben eine absolute Premiere. Es wurde noch nie so viel Was? Geld für ein Exponat ausgegeben wie heute. Enzo Was? Ferrari. Der große Enzo Ferrari kam nach Genf und soll gesagt haben, das ist das schönste Auto der Welt. Warum haben wir ihn nicht gebaut? Das hat man auch später noch gesagt, dass es eigentlich das schönste Auto der Welt ist. Aufgrund dieser Proportion. Das Fahrzeug. Boah, das sieht echt geil aus. Wurde von 1961 bis 1974 produziert. Was mir bei diesem Auto hier sehr gut gefällt, er wurde über die Jahre hinweg immer gepflegt. Also mit deiner Frau Gabriele mal in Ruhe diskutiert, was du haben möchtest. 60.000, aber. So wenig?
55.000 wäre so das absolute Minimum. In dem Zustand bekommt man für das Fahrzeug sicherlich. Wir haben eine absolute Premiere. Ich bin weitergeschaut! Fuck! In dem Zustand bekommt man für das Fahrzeug sicherlich 70.000 bis 80.000 Euro auf jeden Fall. Das hört sich gut an. Das ist er. Ne? Das ist er. Ja. Das ist das Traumauto von jedem Oldtimer-Besitzer. Ich würde gern Start. 30.000. 35.000. 36. Digga, das ist das erste Mal, dass die das auch einfach draußen machen im Stehen. Man sieht jetzt nicht nur den Oberkörper, sondern auch deren Beine. 40.000. 42. 45. 46. Was haben Sie sich denn vorgestellt? Mehr. Mehr. Ah, das ist eine einfache Aussage. Ich riskiere 56.000 Euro. 57. 60.000 Euro. Bin da leider raus. Wolltest du nicht etwas? Jetzt soll ich ja sagen. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass diese ganzen Leute, die da sind, kein Geld haben. Oder die einfach abzocken. Digga, also ich hätte jetzt gedacht, das kostet locker 100.000. Wäre mir sehr recht. Ich sage ja. Ja, also ich bin berechtigt. Wäre mir sehr recht. Ich sage ja. Ja, lass es schrecken berechnen. Was war das? Ich sage ja. Ja, lass es schrecken. Was macht der da? Wäre mir sehr recht. Ich sage ja. Ja, lass es schrecken. Digga, er wollte so machen. Scheiße. Wahnsinn, Wahnsinn. Nein, nicht die Scheiße, bitte. Okay, entweder das kommt jetzt was Krasses oder es kommt einfach nur Arschritze. Ey! Emperor, danke für den Prize. Ding Dong. Und wir haben eine Bingo-Linie, Jungs. Let's go. Digga, zeig bitte Ergebnis, bitte. Bitte zeig das Ergebnis, bitte. 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 Bitte zeig das Ergebnis, bitte. Ja! Ja! This is a dried parasitic insect that you eat every day. Well, how is that possible? Well, watch closely. If I crush a small pile of these insects, scoop them up, and pour them into a vial of warm water, the water turns a deep red. This is used as a red dye under the names cochineal extract, natural red 4, E120, and carmine color. Carmine color is listed in the ingredients of this candy. Digga, das esse ich nicht. Das ist über ekelhaft. Ich esse das nicht. So, this candy gets its color from crushed up parasitic insects. Guess which of these products have parasitic insects in them? Erz, sag ich, links, Erz, 100%. They was? Do. What the frick? Digga, ist das Mascha? Das ist Mascha, das ist Mascha. Digga, das ist so krass. Ich finde das so krass. Unsere Freundin ist wunderschön, Chat. Bro, that's crazy. That's really crazy. Er möchte doch nur, dass man ihm zuhört und sein Wissen wertschätzt. Wow. Jetzt fühle ich mich schlecht. Aber man könnte es genau umgedreht machen. Guck mal, das müsst ihr immer denken. TikTok manipuliert euch. Man könnte es auch umgedreht machen. Sie möchten doch nur, dass er mithilft. Und dann die Musik. Kann man auch machen. Du bist Team Joe, Mann. Ich bin Team Hugo, Digga. Bro, ich hab's doch selber miterlebt. Ich bin in keinem Scheiß-Team, Alter. Fuck mich nicht ab mit diesen Teams. Digga, hä? Tilo Anime Edit? Hä? Digga, das ist krass. Ich like das. Meine Liebe, wo hast du denn diesen Style her? Darf ich gar nicht erzählen. Vom Flohmarkt. 5 Euro. Was? Nein, Liebe, das verarsche. Digga, am Ende übrigens für 29.000 über Tisch. Was? 5 Euro. Das ist krass. Bremse! Bremse! Pass auf! Digga, oh mein Gott! Bro, ich fühle das komplett! Ach du Scheiße! Holy shit, ich lasse es nur bei mir! Oh mein Gott!
Bremse! Digga, ich liebe meine Mutter, ne? Aber Alter, ich kann mit ihr nicht Auto fahren. Das geht nicht. Alter, fuck mich das ab. Bremse! Digga, vor mir 30 Meter, nicht 30, 100.000 Meter vor mir Auto und sie schreit: Bremse! Bremse! Kannst generell nicht Auto fahren, ja, ja, klar, wenn du immer mitfährst. If you had one wish, what would you wish for? For an iPhone. 1000k. Money? Money. $1 million. Wow. My dream is to go to school. I want my brother to have water. I want to eat sugar. I don't want to sleep on the ground. I want a bed to sleep. One day I want to play a soccer player. I want to study well at school and do a good game. What do you want from Germany? Shoes, gloves. Shoes, gloves. Okay. If you had one wish, what would you... So, weiter. Papa Platte, wir müssen ruhig... wir müssen ruhig sein. Hallo, hallo. Hör mir zu, wir müssen ruhig sein, sei leise. Oh nein, kommen deine Eltern rein? Nein, sei leise. Warum, warum? Das Gesundheitsamt ist uns auf die Schliche gekommen. Psch, sag nicht das Gebo. Sie haben Proben genommen aus unserem Laden. Hör mir zu, Papa Platz. Das ist alles in Kopf, Basti. Nein, es war wirklich da. Ich habe die letzten zwei Jahre den Pudding nicht nachgefüllt und der ist noch von 2021 da. Say I'm W Sigma Elskabitty. Say it! Say I'm W Sigma. W Sigma? I say I have a Max Aura. I have Max Aura. No, say I have Max Aura. You have Max Aura? Say I'm W Sigma Elskabitty. Brainrot, auf jeden Fall 100% Brainrot. John Cena gives a motivational speech on Kaisenet Stream. Hey, everybody out there. Wow, this has been fun. And here we are, sharing a moment together. Hopefully a moment of motivation. Motivation. Purpose. Motivation, TikTok. Never give up, especially through those hard times, because I'm not going to act like it's all roses and candy canes. There will be a bunch of hard times. Digga, warum ist seine Stimme aber so geil? Real Talk, Digga, seine Stimme ist so krass. Leute, Chile ist so weird. Passt mal auf. Das Land ist so schmal wie die Entfernung von Frankfurt nach Köln, aber so lang wie ganz Europa. Hätten wir Chile bei uns, würde es sich von Norwegen bis Kreta ziehen. Am Rand von Südamerika zieht sich Chile durch fast alle Klimazonen der Erde. Es gibt Vulkane, Gletscher, Regenwälder, Alter. Wüsten und Sandstrände. Alles in einem Land. Ein krasses Beispiel, ja, für den voll cringe, Digga. Voll cringe TikTok. Kontrast ist die Atacama, die trockenste Wüste der Welt. Sie liegt im Norden Chiles, während es im Süden das ganze Jahr durchregnet und du einfach so close an der Antarktis bist. Die Hauptstadt Santiago, wo übrigens entspannte... Holy shit, Alter, krass. Darf ich was fragen? Ja. Ich bin kurz nach vorne gehen. Vielleicht wollte ich mal was fragen. Bingo. Aber wir hatten gar nicht... Also. Wir hatten gar kein Prank Bros Edit eingezeichnet, oder? Nein, haben wir nicht. Scheiße. Ich dachte... Also, ich muss schon immer an eine Hemmschelle gehen, also... Ah, doch, haben wir doch! Oh mein Gott! Haben wir! Hallo? Hallo? Ja. Na, was geht? Du bist drin im Format. Ich sag, Secret Monkey gewinnt. Heavy. Gewinnen wir die Runde, kriegst du 100 Euro. Hä? Hä? Lol. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Bin 11 und komme aus Deutschland. Ah, gut, gut. Was machen wir jetzt? In Fortnite. Bist du... Ja, stimmt, hast recht. Kennst du TikTok? Ob ich TikTok kenne? Ja. Na, selbstverständlich. Ja, ich mache einen Nein, Secret Monger. Ja, mach mal fix einen TikTok. Das ist ganz nice. Ich habe dir gerade den echten Trimax gefunden. Einfach zu heftig. Und wenn ich die Runde gewinne, kriege ich 100 Euro. Und ich kriege gerade 1000 Anfragen. Lul. Sehr geil, Alter. Lul. Sauber. Ich habe heute mit meinen Freunden über dich geredet. Und dann kommen wir die Runde mit dir. Das ist, Alter, das gibt's gar nicht, oder? Ja, ich dachte erst so, oh, wie ein Faker. Ja? Und dann ist der echt... Ja. Immer die Faker nerven, ne? Ja. Ja. Nein! Und ich. Gut. Von pass mal lieber auf. Kriegst du einen Headshot, bist du raus. Nein, Digga. Ich wollte weggehen, aber ich hab aus Versehen meine Sachen getroppt. Fuck! Hallo? Ja. Ronaldo! Ah ne, das geht uns geht nur dem Jungen da. Ah, boah, wir gucken. Jota. Un dia jugador junto con Bosse. Mann, das ist nicht Hopko, was labert ihr denn? Always help people, be kind. Gänsehaut, Digga. Wow, Hopko. Bam. Geil. Geht,
Digga, er ist so alt, ist das krass. Bro, rip the fuck. Nee, ich hab keinen Bock mehr, Jungs. Ich hab keinen Bock mehr. Ich bin in dieser Phase. Ich merke gerade, wie sehr ich brainrotte und hab keinen Bock mehr. Wir machen später nochmal weiter.